Durch die Welt ein Geflüster, aber da hörst du es nicht. Das sind die Stimmen der Kriegsminister, aber da hörst du sie nicht. Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten, es flüstert die chemische Kriegsproduktion,
Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeit zu bauen, nicht die Gewehre, nicht die Gewehre zu an. Zerstört die faschistische Räuberheere, setzt eure Herzen in Brand. Ganz eure rote Fahnen der Arbeit, auf den Gedanken auf jeden Fall durch. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Proleten, Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit. Und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war. In Petrograd, in Russland, im 17er Jahr. Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt
da wurd er wieder Prolet, worauf sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Da hatte der Musik den Bauch nicht voll und da las er dann ein Dekret, dass der das Korn jetzt fressen soll, der auch das Korn abmäht. Das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Die Herren haben durchs Monokel geguckt und haben die Welt regiert. Und eh ein Matrose in die Dnieper spuckt, waren sie expropriiert. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Und der dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Musik, der rote Soldat haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr.
euer Dienst ist die Aufklärung. Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim. Für das Tragen der Orden bleibt oft nicht mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu wachsam sein. Und das Herz ohne Ruhe wachsam sein. Auch in friedlicher Zeit nie geschont. Schildkisten, Beschützer des Friedens der Menschen, Soldaten der unsichtbaren Front. Selbst beim Lachen und fröhlich sein bleibt die Sehnsucht sehr groß nach den Lieben zu Haus. Vielleicht einen Jungen, gar zu oft war der Abschied viel zu schnell, fast wortlos. Nun summt ihr beim Träumen die Lieder früher oft gesungen. Wachsam sein, immer zu wachsam sein. Und das Herz ohne Ruhe wachsam sein. Auch in friedlicher Zeit nie geschont. Tschechisten, Beschützer des Friedens der Menschen, Soldaten der unsichtbaren Front. Jeder dieser Soldaten kämpft am Frontabschnitt allein. Und doch lernt jeder Einzelne Kraft der vielen zu erkennen. Auf den Seiten im Buch des Mutes werden die Namen sein. All der Mutigen, die wir nicht heute noch nicht nennen. Wachsam sein, immer zu wachsam sein. Und das Herz ohne Ruhe wachsam sein. Auch in friedlicher Zeit.